herzlich willkommen in der Piaggio und Schiedsrollerwerkstatt. Halt die Fresse, das ist eine Kreidlerwerkstatt. Nein, herzlich willkommen in der Simson-Werkstatt. Heute Reparatur. Was ist los? Was ist passiert? Was geht da ab? Was geht da nicht ab? Hier, guck, Rad drehen. Siehst du das? Geht kein Gang rein. Oh no. Oh no. Ja, wir müssen gucken, warum geht hier kein erster Gang rein. Wir haben es probiert, die anderen Gänge gehen rein, 2, 3, 4, aber der erste Gang nicht. So, jetzt haben wir hier hinten an dieser Verstellschraube. Da hinten, jawohl. Genau. Verstellt, aber der erste Gang geht nicht rein. Also schrauben wir den Seitendeckel mal runter, gucken da mal rein. Vielleicht sieht man ja irgendwas. Was ist hier so? Mein Bauch ist immer mit drauf. Mein Bauch ist im Weg. Den brauchst du gar nicht draufstrecken, alles gut. Ja, danke fürs Kompliment. Wär du erstmal so alt wie ich, dann kämpfst du auch mit Bauch. Und noch viel schlimmer vielleicht. Was ist denn schlimmer wie Bauch? Klatze. Keine Haare mehr auf dem Kopf. Das fängt jetzt schon bei mir an. Haha. Naja, war nicht so schlimm wie bei André. Ja, beim André ist Stimme. Liebe Grüße, lieber André, falls du das siehst. Wir wünschen dir weiterhin beste Genesung. Ja. Weil. Dass du bald wieder aufs Moped kommst. Dass du bald wieder auf dem Moped sitzt. Weil das finden wir doof, dass du jetzt zu Hause sitzt und dich nicht bewegen kannst. Sehr, sehr doof. Ja. Naja. Ist halt so. Die einen haben immer nur Pech und die anderen kein Glück im Leben. So. Schalthebel ist unten. Den brauchen wir dann noch. Was wir auf jeden Fall noch brauchen ist dann, wir brauchen dann unseren Hilfsseitendeckel. So. Okay, ich dachte, es wäre Dreck. Aber das muss so. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Also ich sehe jetzt nichts, was nicht so sein sollte, wie es da drin ist. So, eigentlich sieht alles gut aus, bis auf dieses verpappte, dreckige Öl. Total. Guck mal hier. Alter. Oh. Ist da etwas Abrieb mit dabei? Etwas ist gut. Hier. Das sind Metallteile. Oh, oh, oh. Nicht gut. Ich guck mal, ob ich es auch ein bisschen deutlicher sichtbar machen kann. Also das sieht schimmern, ja. Also das hat nichts mit Abrieb zu tun. Das ist dieses, das hier. Das ist, ja, das glitzert. Das ist ein ganzer. Das ist schon ein ordentlicher Brocken. Ja. Da ist ein richtiger Brocken drin. Das heißt dann für mich. Also. Kannst du sagen, wo der ungefähr herkommt? Nee, im Moment nicht. Also ich habe erst gedacht, es sind Zähne hier. Ist irgendwelche Zähne? Ja, die sind alle okay gut. Aus. Das ist alles gut. Aber da ja der erste Gang nicht reingeht, vermute ich ganz stark, dass hier von dem Schaltmechanismus irgendwas kaputt ist. Weil das ist. Ich guck noch mal hier, ob da noch was drin liegt. Nee, hier ist nur Abrieb.
Aber hier, oh, hier ist noch mehr. Siehst du, hier auch richtiges Metallteil. Oh, das liegt im Öl. Man erkennt es halt. Warte, ich hol es aus dem Öl raus. Hier, da. Alter, noch so ein Brocken. Jo. Aber ich will gerade mal. Hast du einen Magneten? Geh mal mit dem Magnet rein. Stimmt. Aber ich habe schon eine Ahnung, was das ist. Ich werde das gleich nochmal in groß zeigen. Aber ich gehe auf jeden Fall nochmal mit dem Magnet rein, ja? Also einmal hier unten. Hier nochmal. Jetzt kann man nichts mehr. Gucken, ob die Teile magnetisch sind. Ja. Ich leg die zwei Krümel mal hin. Ich habe so eine Vorahnung. Ich gehe mal durch die Ölbohrung hier in den Mittelteil rein. Hier ist aber nichts mehr. Das ist eigentlich schon alles. Nö, kam jetzt nichts mehr, waren jetzt nur die zwei Brocken da. Aber ich möchte mir die Brocken mal ganz genau angucken, weil die sehen so. Komm, wir gehen mal hier unter das Licht. Jawohl, nee, die haben so ein bisschen rund ausgesehen. Weißt du, was ich jetzt gerade gedacht habe? Was denn? Dass das eine zertrümmerte Schaltkugel ist. Könnte das sein? Das hat schon so. Das hat so was Kugeliges, ne? Ja, gut, aber jetzt. Aber nicht so 100%. Hat wieder so eine scharfe Kante. Das ist. Warte mal, ich möchte mal. Nicht das mal in die krassen Vergrößerung. Wir haben ja hier so eine Lupe. Oh, das könnte eine Schaltkugel sein. Sieht ein bisschen danach aus. Ja. Versuch das mal ganz nah aufzunehmen. Stell dir das scharf? Nee. Okay. Also es ist eine Schaltkugel. Was heißt das für uns? Dass das Getriebe kaputt ist und dass der Motor gespalten werden muss und dass da dass ich mir das Getriebe angucken muss. Das heißt das. Sprich, für den Kunden. Für den, der mir das Moped gebracht hat, was das für den heißt. Eigentlich eine Motorrevision. Ja, also wenn das die Schaltkugeln sind, dann heißt das Getriebe ist am Arsch. Wir müssen den auseinandernehmen und müssen nach dem Getriebe schauen. Na, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, ich habe ja gedacht, das ist die Hohlschaltwelle, da ist irgendwas. Dass da hier, dass der das nicht mehr sauber zieht oder so. Aber wenn da eine Schaltkugel fehlt, bringt das ja auch nicht. Hier ist auch noch so ein Krümel. Vielleicht hängt ja hier unten. Ah, guck mal hier, ich weiß, wo der Rest hängt. An der Ölablassschraube hängt der Rest. Sauber gesprengt in vier Teile. Ja. Die Kamera, das ist ein bisschen. Aha! Tricksen, wo es geht. Ja, na klar. Niklas, das heißt für uns jetzt: Motor raus und einmal auseinanderreißen. Oh ja. Yeah. Alles klar. Erstmal mit dem Besitzer kurz telefonieren. Der muss ja mal informiert werden, dass es jetzt teuer wird. Jawohl. Okay, gut. Gut. Sind wir soweit? Machen wir den Motor mal auf. Schön gleichmäßig. Ist ja gut erwärmt jetzt. Sehen wir irgendwelche Brocken liegen?
Was sehen wir? Wir sehen Zahnräder und etwas Öl. Aber was ich eigentlich suche, sind noch Trümmerteile. Ich hol den mal raus. Gut, die Lager werden sowieso erneuert. Also Gummihammer und einmal aufs Lager drauf. Da ist es. Plupp. Pluppi plupp. Plupp plupp. Zähne sehen gut aus. So, freigängig, freigängig, freigängig. So. Ich ziehe jetzt einfach mal den Ziehkreis. Das Licht ist voll scheiße. So, wir brauchen 4 Arretierkugeln und 3, 6, 9, 12 Schaltkugeln. So, und guckt euch mal das bitte an. Kann man es erkennen? Relativ, ja. So, wir haben große Kugeln, wir haben kleine Kugeln. Guck mal, wir haben ja dieses Jahr voll gequetscht hier. Wir haben halbe Kugeln. Das erkennt man so gar nicht. Warte mal. Kann man es ein bisschen sehen? Wenn du mal aus dem Licht gehst, ja. Warte. Und zwar ist ja halt übelst gequetscht. Also das, wenn man immer. Die andere sieht auch nicht mehr so schön aus. Alter, man kann die gar nicht mehr rumdrehen, weil die einfach platt gedrückt sind. So sind die rund. Und wenn man die jetzt rumdreht, die sind einfach platt auf der anderen Seite. Und das ist die runde Seite. Man sieht da schon einen Unterschied. Also, das ist schon. Ja, irgendwo, pass mal ja. Auf. So, pass mal auf. Jetzt. Bei der ist es genauso. Also, das. Alter, so, pass das ist auf. Zerstörung. Das guck mal, jetzt zählen wir mal durch. 1, 2, 3. Also, wir haben 2, 4, 6. 8, 9, 10, 11 Kugeln haben wir hier drin. Das heißt. 11 große Kugeln, halbe Kugeln. Ja, die sind. Wie man's nennen will, und das ja. Heißt, dann ist das hier in der Tüte Kugel Nummer 12. Das heißt, der hat das Getriebe einfach getötet. Du hast so umgebracht, du Mörder. Niklas, ich bleib jetzt gerade mal hier so sitzen. Ah, ich sehe aus wie ein Ferkel. Ja. Das war's jetzt mit dem Video. Das muss natürlich repariert werden. Ich spreche das mit dem Herrn M aus B ab und dann sagt er mir, was wir haben will. Ich habe wohl die Information bekommen, dass er eventuell ein verstärktes Fünfganggetriebe dann haben möchte, wenn es eh offen ist. Das erfahrt ihr aber dann in einem der nächsten Videos. Und bis dahin bleibt gesund, fahrt legal. Genau, bleibt gesund. Auch keine fahrt. Scheiße. Das ist unser neuer Slogan. Bleibt gesund, fahrt legal. Bis dann. Ciao, ciao.